Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders 2. In der letzten Folge sind wir hier locker flockig durch diesen Bereich durchgelaufen, haben den Boss gelegt, irgendwo einen komischen gelben Maskensteinboss. Easy peasy, jetzt sind wir an diesem dicken Stein angekommen. Den müssen wir aktivieren. Im ersten Teil waren das Titan oder Wächter oder so hießen die Teile. Aber auf jeden Fall, die waren sehr chillig. Die hatten einen richtig dicken Butt immer. Und ja, sonst kann man nichts zu denen sagen, außer dass sie richtig einen richtig dicken Butt hatten. Man lässt mal noch die restlichen Küsten auf, weil warum eigentlich nicht? Wenn wir uns die schon verdient haben, ne? Ah, herrlich. Oh ja. Bam. Wie viel Stuff wir haben, Jungs. Oh, Kerle. Müssen wir alles verkaufen oder verwerten oder weiß der Geier was? Naja. Okay. Jetzt machen wir den Typen auf. Oder so. Du spürst Schmerzen, Wächter, aber kein Verderben. Noch nicht. Verderben? Dann war es kein Traum. Die Erschaffer brauchen mich. Die Erschaffer sagen, du kannst die Gießerei erreichen und dass ein Wächter darin liegt. Die Gießerei, ja. Dort wurde ich gegossen. Aber sie ging verloren. Und jetzt, du wirst meine Hilfe brauchen. Das Verderben breitet sich weiter aus und du schlummerst? Stein ist schwer. Es ist einfacher zu ruhen. In meinen Träumen bewege ich mich wieder. In meinen Träumen bin ich Fleisch. Dieser Ort, was ist er? Ich kann es nicht sagen. Es liegt mir auf der Zunge, aber meine Zunge scheint sonst wo zu sein. Wirst du mir helfen, Alter? Ja. Berge versetzen. Sollen wir? Moment, Kleiner. Fuck. In meinem Schlaf habe ich den Wächter gespürt. Er griff nach meinen Träumen. Er ist der stärkste von uns allen. Aber in seinem Herzen befindet sich ein Hunger. Der Wächter wurde gebaut, um zu zerstören. Er hat mit dem Verderben viel gemeinsam. Du musst mit Eideart sprechen und mit dir selbst im Reinen sein, bevor wir dorthin gehen. Denn es gibt vielleicht kein Zurück. Ding ist, da wo wir waren, da gab es noch eine Kiste. Das Ding ist, ob ich jetzt hier reingehe und da wieder durch will durch den ganzen scheiß Tempel wegen einer Kiste. Nein, danke. Wir gehen zu... Wie
Wir gehen einfach da, wo wir hin sollen. Da zu unseren Freunden und Verwandten. Vielleicht können wir da unseren Stuff verkaufen. Und ja, wir quatschen erstmal mit unserem Rivalen. Ich grüße euch. Trainieren. Ich hatte dann Sachen, die ich kaufen kann, aber ich will das nicht kaufen. Ich will Sachen verkaufen. Das kann ich hier nicht tun. Das macht mich traurig. Okay, gegen den Spaß kämpfen wir später, weil wir ihn auseinandernehmen werden. Das ist unser Ziel ist. Ich habe eure Schmiede wiederhergestellt und Stein zum Leben erweckt. Doch bin ich dem Baum jetzt näher? Sag es mir jetzt, Ältester, sonst bekommst du vielleicht nie die Gelegenheit. Ich habe gehört, die Gießerei sei gefährlich. Wie auch der Baum, Reiter, und der gesamte Wald. Deshalb musst du den Wächter wecken. Aber hast du dich gefragt, warum den Baum suchen? Beim Baum des Lebens werde ich die Absolution meines Bruders finden. Der Baum des Lebens ist ein Portal. Von dort kann man zu Orten reisen, von denen niemand träumt. Ob eine Welt aus Meeren und Wäldern oder Eis oder endloser Nacht. Der Baum existiert dort. Er erscheint vielleicht anders. Und doch ist es derselbe Baum und seine Wurzeln verbinden alle Reiche. Der Baum des Lebens ist nicht dort, wo Reisen enden, sondern wo sie beginnen. Wie kryptisch. Sprich mit dem Wächter. Erstmal vergeben wir einen Punkt. Einfach hier rein. Bam, 3 Punkte. Wir sind so kalt wie Eis. Genau, huste dir erstmal einen ab. Gehen hier rein und sagen, yo, what's up, bitches? What's up, bro? Was geht bei dir? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Bübchen. Du bist ein Bub, Digga. Du bist eine Brust. Du bist eine Tite. So, was gibt's bei euch? Bei euch gab's Sachen zu kaufen. Oh, Valus war fleißig. Es gibt neue Ware. Echt? Ist halt ziemlich teuer und ziemlich shitty, finde ich. Der ist auch shitty. Ist alles shitty. Der ist decent. Oh, der ist zu teuer. Oh, ich kann das alles verkaufen. Die sind so viel wert, ne? Aber wir verkaufen einfach. Valus wird das. Wir brauchen Kohle. Das passt gut zu den anderen. Valus wird das gut. Kaufen wir einfach alles. Das passt gut. 74.000 schon. Wir müssen eigentlich Vulgrim besuchen. Valus wird das Epic-Ding haben. Das passt gut zu dem. Here comes the money! Money, 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 money! Here comes the money! Das passt gut. Shit. Ha, wir sind rich. We gonna be rich. Nice. Boah. Okay. Was geht, Bro? Let's talk. Die Zeit ist also gekommen. Erzähl mir von der Gießerei.
Sie ist ein heiliger Ort, wo die Seele mit Stein vereint wird. Von hier aus sieht er nicht so heilig aus. Die Finsternis hat in unserem Reich wenig verschont. Aber die Gießerei ist ein Ort der Magie. Sie ist stark und mit deiner Hilfe erobern wir sie uns wieder zurück. Was ist aus den anderen Wächtern geworden? In meinen Träumen habe ich viele meiner Brüder gespürt. Doch nur einer ruft noch immer. Uran, ein äußerst alter Wächter. Sein Lied verfolgt mich noch immer, obgleich sein Stein verloren ist. Finde Uran, den verlorenen Wächter. Gewiss, gewiss. Auf einmal wird die Brücke wieder normal. Knock. Es ist hier nicht sicher, für Fleisch oder für Stein. Es liegt keine Schande darin, umzukehren. Aber auch kein Sinn. Du hast den Wächter gehört. Allein ist es nicht sicher. Du brauchst Hilfe. Okay, komm mit, Bro. Let's chill together. Oh, das sieht schon badass aus, ne? Mit seinen Sicheln. Nun gut, begleite mich, junger Padawan. Ich grüße euch. Okay, open the gates. So, los geht's. Mhm. Erwecke den Wächter. Oh. Uiuiuiuiuiui. Was ist denn hier los? Nö, ich wollte schon runter. Wollte mir die Kiste schon abholen. Gibt's Stuff. Bing, 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 bing. Dort ist Feuer. Vom Feuer sind wir jetzt nicht der übelste Freund. Die Gießerei. Ah ja. So. Hier ist ein Weg, den wir gleich einschlagen werden, würde ich sagen. Weil da vorne ist wahrscheinlich eh die Tür zu, aber wir checken das lieber mal ab. Wir sehen auf der Karte, wir haben eine blaue Tür. Okay, das ist wahrscheinlich so eine Wächtertür oder sowas. Hier! Nee. Kein Bock auf dich. Dann los! Nein. Ich dachte, er sagt dann nicht. Ich muss hier erstmal die Sachen abchecken. Toll, hier ist zu. Tolle Karte. Na, großartig. Nun gut. Schmeiß mich hinüber. Ich hab dich, Reiter. Spring an Bord. Ja, los geht's. Okay. Jump. Okay, das hat gestern besser geklappt. Das ist eine Kiste, das hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Nur, wo müssen. Kann ich hier hoch? Nein. Oh. Fast wäre es geschehen. Zack, hier rüber. Oh, hier sind Gegners.
Ah, wir haben gar nicht gegen den einen Spast gekämpft. Egal, machen wir nächstes Mal. Wenn wir wieder zurück sind, dann werden wir auch schon wieder viel mächtiger sein. Oh ja. Ja, ja. So, tätigen wir den Hebel. Ich biete die Tür auf, meines Erachtens. Sehr gut. Machen wir die nächste Tür auf. Tür zu, Schloss drauf. Bist du schon fertig? Ach, das ist da. Nee, oder? Ja doch, das würde Sinn machen, dass da die eine Tür, da der Durchgang ist, wo wir vorhin nicht durchgekommen sind. Ja, das ist dieser Geheimgang. Das Ding, es war da irgendwie. Na egal, das ist jetzt Latte Machado erstmal. Hier ist eine Wächtertür. Hier ist ein Ding, wo wir drauf müssen. Ha. Okay, wir probieren es erstmal aus. Oh. Bleib dort. Ich nehme die Tür. Okay. Ich bin bereit. Ja, aber vielleicht. Schimmer, vielleicht wollte ich da noch langlaufen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Ich hätte mir in der Schmiede arbeiten sollen. Dies ist korrekt. Du hättest mir in der Schmiede arbeiten sollen. Aber hier muss so ein Ball drauf. Okay. Ja, ja, das können wir noch nicht machen. Müssen wir erstmal unseren Freund holen. Oder einen unserer Freunde. Nach dir. Oh, du bist so dumm. Oh, das macht's wieder auf. Bleib dort. Ich nehme die Tür. Okay. Nimm die Tür. Easy. Thanks. Let's go, bro. Was ist das denn? Das ist der Wächter, Reiter. Und wenn du zum Baum kommen möchtest, muss ich ihn erwecken. Und was dann? Der Wächter wird tun, zu was er geschaffen wurde. Das Verderben vernichten, das den Baum blockiert. Aber er sieht fertig aus. Warum steht er nur dort herum? Der Körper ist fertig, ja. Aber so, wie er dort steht, ist er nicht mehr als toter Stein. Um dem Stein das Leben einzuhauchen, müssen wir ihm die Essenz eines Erschafferherzens geben. Sogar drei davon, bei einer Kreation dieser Größe. Und wie können wir das machen? Diese Herzsteine waren fertig, zusammen mit dem Wächter, wurden aber nie mit dem Stein vereint. Sie sind alle im Tempel. Wir müssen nur nach ihnen suchen. Dann los! Ah, die Erschaffersteine also. Okay. Herzen, Steine, was auch immer. Ich grüße euch. Das ist ja alles riesengroß. Da ist was. Da ist ein Durchgang. Da ist eine Röhre. Hier kann man langlaufen. Holy shit. Von dort kommen wir. Okay. Ja, wir gehen einfach locker flock hier links erstmal lang. Eins nach dem anderen, würde ich sagen. Eins nach dem anderen. Da können wir dann hin. Da kommen wir zum Hauptgang. Dies ist der Moment, in dem Sie Bekanntschaft mit deinem Armer machen. Ich grüße euch. Mehr hast du nicht drauf? Badass. Interesting. Okay. Ja.
Die Dinger sind einfach important. Ist einfach so. Okay. Gut, wir sind jetzt in diesem riesigen Raum angekommen. Da oben ist irgendwas. Hier vorne ist irgendwas. Und da rechts ist irgendwas. Oh, und ich bin maximal verwirrt. Hier kommen wir. Steig auf, Reiter. Ich werfe dich. Na, nun gut. Okay. Öffne mal die Kiste. Machen wir uns noch die Sachen kaputt. Okay, da würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir mal weiter die Exploration fortsetzen. Von der Gießerei, in der wir uns jetzt befinden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.